Bullseye. Holy fuck. Dich hat bestimmt bloß seine Größe verunsichert. Ja, hab ich schon gesehen. Zurück zur Sache. Also, hab gelesen. Ich hab schon verstanden, was er meint. Ich hab ihm das auch so geglaubt, kein Ding. I appreciate it, aber. Aber das war nicht worth. Das war leider nicht worth, I'm sorry. I am not worthy. So. So ein Ding ist das. Ach so, man. Digga, man kann da noch zwei wahrscheinlich. Das ist. Die sind wahrscheinlich. Ja. Das ist Truhe von Valhall. Und dann kommt das auch noch in der Truhe von Valhall, oder? Holy fuck. Okay, dann haben die 15.000 eigentlich gar nicht so wirklich was gebracht, wa? Holy fuck. Nutze im Zweifel die Technik, die du am wenigsten einsetzt. Eine Chance, direkt mit Valhall zu handeln. Okay, wir könnten göttlichen Triumph basteln, theoretisch. Machen wir auch. Das brauchen wir halt noch, um zum Set zu leveln. Wir machen das jetzt alles dran. So. So, sollten wir das jetzt in die Echos ballern? Weiß ich nicht. 1, 2, 3, 4, 5. Könnten wir voll machen. Wir könnten jetzt die Echos zu Beginn voll machen. Aber ich würde halt eher die Stats voll machen, bin ich ehrlich, ne? Wir könnten zum Beispiel Stärke jetzt komplett durchschallern. Machen wir. Machen wir. Okay, jetzt haben wir quasi noch Abwehr und dann die anderen Dingsies. Für Glück brauchen wir theoretisch nur eins, für Abklingzeit brauchen wir jeweils nur eins. Vitalität brauchen wir noch drei, also brauchen wir noch 5, 6, 7, 8, 9, 10. 13? ...14, 15, 16, 18. Noch 18 göttlicher Triumph, glaube ich. 19, 21, wenn wir alles machen wollen. Holy shit. Das sind halt, je nachdem, ne? Immer noch keine Sikurun. Sie geht mir aus dem Weg. Je nachdem sind das 21 Runs, ne? Noch Speerrun? Ne, wir machen Axtrun. Und wenn wir Waffen, wenn wir Dingsies Truhen kriegen, dann gucken wir halt, ob wir vielleicht das Speer den kriegen. Das heißt, wir rerunnen aber auf jeden Fall nicht für die Axt. Okay. Das ist noch bad, das ist noch bad. Hier kriegen wir auch keine Dinge mehr. Ich weiß nicht, ob wir die jetzt durch haben. Die Erinnerungen. I'm not sure. I'm not sure. Könnte man natürlich auch. Es wäre ein anderer Approach, da durch zu rushen. Also wirklich als erstes zum Boss zu gehen. Und zu sagen, hier, ne? Yala. Einfach um göttlichen Triumph zu farmen, wäre das wahrscheinlich sinnvoll, ne? Aber. Die sind beide nicht so geil, tatsächlich. Gerade wenn die beide nicht so geil sind, wäre natürlich jetzt ein predestiniert Run zu sagen, hey, wir gehen direkt for the bosses. Aber wir haben wieder Schlüssel. Wir könnten potenziell hier fertig machen, ne? Glaube ich. Also türmäßig. Kiste. Weil wir haben zwei Schlüssel gefunden. Nehmen wir einen hier. Da drüben, oder?
Waffensiegel. Haben wir jetzt hier direkt schon Boss potenziell? Ich glaube schon, ne? Ich glaube schon. Werte. Ich frage mich, ob die permanent sind, die wir hier finden zumindest, ne? Gehen wir mal kurz hier hoch. Wegen den Flashlies. Obwohl, hier ist ein. Boah, hier ist eine Rune. Die Rune nehmen wir mit. I'm sorry. Ja, wir hätten theoretisch zum Boss gekommen. Ne, die Rune nehmen wir mit. Also die Glyphe. So. Benutze einen Schildschlag, Bruder! Zack. Achtung! Wie ist hinter dir? Beefrost, lass dich nicht treffen! So, noch kurz Hilo. Bodenlos. Schnauze. Ich wollte schon sagen, das ist doch nichts mehr. Auftrag an Lösung, Midgard-Krise. Ist beides okay. Beides okay, beides nicht crazy. Ab in den Süden. Der Sonne hinterher. Ey, was geht? Der Sonne hinterher. Ey, was geht? Sommer, Sonne, Sonnenschein. Sommer, Sonne, Sonnenschein. I know, das ist eine Waffenglyphe, das potenziell der Speerglyphe. Warten immer noch auf diese Speerglyphe. Ich geh jetzt rein. Angesprintet. Über dir, Kratos! Übelst am Unspeeden hier. Come on. Digga, waren das jetzt zweimal die gleichen? Also der vom Speer auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob der von den Klingen auch der gleiche war. Das war ja bodenlos. War ja endbodenlos. Okay, gibt keine Waffendings, dann. Dann gehen wir in den Boss. Feut. Rein da! Den Feind da hat Valhall markiert. Den kleinen Daddy hier. Über dir, pass auf! Ja.
so. Zack. Gut gemacht. Ich blocke, rolle und haue gleichzeitig. Das ist super. Ich glaube, das ist der Weg zum Sieg. So, das ist das Geheimnis. Kappa. Großes Kappa. Zack. Abfahrt. Ich wusste, du kriegst den. Ja, wusste ich auch. Das wusste ich auch. Sehr gut. Der Weg sollte frei sein. Auf und vorwärts. Auf und davon. Go, go, Gachetto. Davon ließ. Pass auf, jetzt ist das so ein weirdes Ding, dass jetzt mit dem Speedrun schaffen wir es jetzt plötzlich. Dann flippe ich aus. Dann flippe ich einfach aus. Wer bist du denn? Hallo, Olaf! Gut. Aber Olaf geht's nicht so gut. Ah, das war wieder Block und Dodgen gleichzeitig. War wieder gehandelt. Zack. Olaf? Ja, der Gegner hier. Der Gegner war Olaf. Ich bin Olaf. Das ist Olaf, das ist Olaf, das ist Olaf und das? Richtig. Günther. So ein Ding. Digga, dass das immer überall so hell ist. Guck mal, wir haben gar keine Geschichte mehr hier zu erzählen. So langsam bin ich und so stelle ich mich mit Tür an, dass hier wird nichts mehr geredet. Keine Storys mehr, gar nichts mehr. Alles durch. Weil ich es nicht auf die Kette krieg, diesen komischen Tür nochmal auf die Schnauze zu hauen. Kann man sich das vorstellen? Nee. Ja, bestimmt. 2 bis 3 Jahren. Das ist so ein, wir sind nach Folge 10 bei 95% und nach Folge 87 sind wir dann immer noch bei 95% oder bei 96 oder so. So ein Ding ist das, glaube ich. Also ich glaube, dass das halt legit jetzt so die letzten Folgen, sag ich mal, so ist. So sieht man sich wieder, Geist. Aber it is what it is, wa? So, wir haben noch gar keine 1000 Echos. Okay, macht aber auch nichts, weil, ne? Müssen ja eh noch ein paar Gegnatzen machen. Ein paar Gegnatzen. Get it? Ein paar Gegner. Ne, egal.
So, ich glaube, der Weg darüber ist eigentlich ganz angenehm, ne? So grundsätzlich. Da sind wir ganz gut gelaufen mit. Könnten Hilo machen, brauchen wir nicht unbedingt. Könnten auch die Kiste mitnehmen, brauchen wir aber nicht unbedingt. Wir machen nämlich jetzt Speedrun. Wir gehen hier gar nicht auf Münzen, wir gehen einfach auf 6 von 6 und dann. Warte. Treff den Glühenden, bevor er sich nähert. So, Nummer 1. Gut gemacht. Artillerie vergessen? Nein. That's not the one. Also ich bin jetzt nicht hier wegen der Kiste, sondern weil wir hier quasi der Weg ist, damit die ganz mal gegangen sind. Der echt gut funktioniert. Wir waren mal super fix durch. Ich würde halt eigentlich auch gerne oben die Kiste, also ich hoffe, dass die Kiste da wieder steht. Müssen wir gleich mal gucken, weil wenn die Kiste immer da steht, ist das natürlich auch ein easy way. Achtung, Ansturm! Göttlichen Triumph zu fahren. Achtung, linke Seite! Mann! Achtung, Sturzangriff! Sag mal, hat das jetzt ernsthaft meine Glückskette? Ich trenne die Verbindung, schnell! Digga! Hinter dir, pass auf! Vorsicht, Rex, du Genie! Ist noch eine Fledermaus da? Ja, HP? Achtung, Ansturm! Glaube nicht. So. Es wird mit der Zeit nur schwerer. Bisschen tricky, aber haben wir noch gemacht. Das ging noch halbwegs. So. Gebirgsspalter? Nein. Not the one. Not the one, not the one. I am the one, didim didim. Da, im Boden! Achtung, von unten! Zack. Jawollo. Sehr schön. So, wieder Speedrun. Das ist gut, weil wir haben Weltenverschiebungspotenzial. Also gutes. Da oben ist noch ein leichtes. Und dann können wir, glaube ich, in das andere Ding rein. I'm not sure. Ja!
großer Lichtball kommt auf uns zu. Zack, den haben wir. Ramazama. Haben wir auch. Sehr schön, jetzt mal die Wüste freischalten. Jetzt können wir gucken, ob da wieder die Truhe ist. Ja, da stehe ich nicht so. Wenn da jetzt wieder zwei göttlicher Triumph drin sind, ist natürlich... Sorry, no pun intended. Ja, doch, schon ein bisschen göttlich. Ne, jetzt stehe ich in einer Normalkiste, okay. Also ist so ein bisschen random. Vielleicht, also... Puh. Das lässt mich jetzt aber vermuten, dass jetzt irgendwo aber eine Truhe steht, in der göttliche Triumph ist. Dass das so ein Ding ist, weißt du? Es wird immer Potenzial, um irgendwo so eine krasse Truhe stehen zu haben. Das hier ist nämlich auch wieder eine normale. Vielleicht zumindest mal durchlaufen sollten. Spätestens, wenn wir halt... die 6 von 6 vielleicht haben, ne? Um halt die Schwierigkeit dann nicht noch weiter nach oben zu treiben. Da unten ist noch eine Kiste normalerweise. Das ist eine rote. Da könnte rein theoretisch der göttliche Triumph drin sein. Nochmal. Zwei Schlüssel. Nehmen wir auch mit. Zwei Schlüssel sind auch nice. Jetzt wird es noch schwerer. Hast du vergessen, dass du dich beeilen musst? Hast du vergessen, dass du die Luft anhalten musst? Wir nehmen auf jeden Fall schon mal hier den göttlichen Triumph mit, ne? Das falls wir sterben, wir den trotzdem dabei haben. Oh, meinetwegen brauchst du dich wirklich nicht ätzen. Also, dass wir den auf jeden Fall auch haben, so. Block das. Warte, sehr schön. Sehr, sehr nice. Gegnerluft haben wir da nicht wirklich. So. Jetzt haben wir das mit. Ich weiß nicht, ob das der letzte Schimmer-Ding ist oder das vorletzte. Von unten!
lässt dir ganz schön Zeit. Du stehst doch auf harten Kämpfe. Komm mal. Sag ich wieder das Falsche. Mann! So, jetzt haben wir 6 von 6. Da drüben könnte noch eine Truhe sein. Deswegen gucken wir da mal rein. Ist auch eine Wertetruhe. Digga, verpiss dich. Mann, mach dich doch los. Toll gemacht, Großer. Du hast getötet, was Valhall zum Tode verurteilt hat. Ja, genieß es. Stärke. Hier noch eine Truhe. Die nehmen wir noch mit. Dann gehen wir rein gegen Tür, wa? Wo auch die Tür offen ist. Ich glaube, 7k Bonusglyphe. Bonusglyphe. So. Das sind auf jeden Fall die Glyphen. Safe Call. Nick wie jetzt schon. Mein Nacken. Was ist das? Okay. Wir haben nur eine Glyphe für die Klinge. Wir haben tatsächlich sehr wenig Glyphen diesmal. Vielleicht ist das aber besser. I don't know. Maybe that's better. So, kann ich sehen, was mein, ja, hier mein Relikt wäre. Physik Gegner damit ein Zeichen. Ja, das ist okay. Dann machen wir die, die Aufladung. Und dann rein da. Hallo Tür, zum 27. Mal. Kratos. Ja, Tür. Ich habe deine Rückkehr erwartet. Ja, das dachte ich mir. War ja schon ein paar Mal hier, wa? Guck mal. Diesmal mit der Rüstung von Ares. Vielleicht ist das ein Zeichen. Komm, zeig mir den Spartanermut. Haxan, er ist der Linke. Verteidige dich. Kämpfe! Haxan! Du lernst es noch. Mit. Das musst du. Waffen hoch. Schreien. Oha. Das ist ja gefühlt kontraproduktiv hier. Gegen die Dinger. Ist auch kontraproduktiv. Haxan. Komm her. Haxan.
Bereit machen. Kämpfe. Mach dich davon frei. No. Der Rechte leuchtet nicht. Okay. Nope, falscher. Ist auch gemein, dass der beide macht. Rechte Seite, Kratos! Verteidige dich. Ja, ich hab halt beide noch, aber ne? über den Lebensbar siehst du die. Macht mich unglücklich. Unlucky. Du musst es dir verdienen. Allergie.